Also da könnte man so einen Counter einblenden, wie oft Marc ich schon mal einmal umgedreht hat. Also ich glaube auf 10 Mal komme ich jetzt. Ja, wo gibt's denn hier Eimer und so? Hinten am Ofen ist der Darm möchte nicht in die, ja. Ja, wir werfen einfach alles weg. Wir werfen einfach alles weg, okay, wir werfen ja, einfach alles weg. Alles sag mal, was ist das für ein Kaliber, was hier beschossen hat, ey? Super. So deprimiert, dass du jetzt eventuell putzen musst. Hast du bei dir zu Hause jetzt putzen, oder wie? Nur weil es bei dir nie so gut aussieht, Andi, ja? Ich wollte tatsächlich ja, eigentlich ja. Wirklich putzen. sag deiner Frau, das passt schon. Das eventuell. Genau. Ja. Also Schatz, du kannst virtuell putzen, aber wenn es dann ums Haushalt geht, machst du gar nichts. Genau. Das ja, so in etwa kommt das dann raus. Kevin, Achtung, ich komme! Nimm die Eimer weg! Nimm die Eimer weg! Ich bin auf dem Weg! Mein Eimer ist trotzdem ausgeschüttet. Diesmal bin ich unschuldig. Rein. Marcel, aus dem Weg! Ich hab Gedärme! Der Ofen ist nur leider oh etwas Gott, voll. Unser erster Schwarzer! Der erste Schwarze! Ich glaub das nicht! Ja, Pingu ist schwarz! Ich bin schwarz? Du bist ein schwarzer Spielcharakter! Geil! Dann lass ihn arbeiten, ihr habt frei! So! Überstunden abfeiern! Oh, ich kann, ey. Apropos Beatbox. Jetzt räumt. Also ich glaube, ich habe die letzten Leichenteile so langsam weggeschafft. Wer hat denn den Flur hier vollgeräumt? Ja, ich, das muss alles in den Müll. Ja, ich räume jetzt mal den Becher weg, weil der ist wichtig. Ciao, Becher. Andi will ausziehen. Big Banger Burnout. Achievement. Hey, ich habe ein Achievement. Ich habe ein Big Banger Burnout. Ach ja. Geil! Ja, da kommt doch wieder Leichenteile raus, oder? Ja, geil! Geilen Fuß! Den will ich haben! Komm, ich schlag dich mit dem Fuß! Geil! So, ab da rein damit! Melvin. Der wackelt noch so schön, der Fuß! Ist da noch keine Leichenstarre eingetreten? Melvin! Wahrscheinlich nicht! Ja. Ich glaube auch nicht, so wie das wackelt! Bei RimWorld kannst du jetzt Viecher zähmen, ne? Ich weiß! Warum spielst du Beziehungen? Warte mal, du weißt aber schon, was ein Rim-Job ist, oder? Ja. Und bist nicht der Erste, der diesen Witz macht. Okay, das dachte ich mir bereits. Ja, okay, du also sowieso. Wir haben eine Hebebühne. Guckt mal nach oben, irgendwie, ob da irgendwas ist, wo man die benutzen kann. I'm just one step away from making it to the waste disposal sector. I can't get out of here fast enough. They think they can stop me, but they can't. I know what's really going on. I've seen things. Er hat Dinge gesehen. I'll do what I need to. If I escape, they won't be able to stop it. Oh yeah. I would like to take few mementos. Few mementos. Is das denn sein? With me, but it's not worth the risk. God only knows what in those jars. The bodies. Fuck these Frankenstein doctors. They must never find me. Irgendwo muss die Hebebühne doch einsetzbar sein. Man kann die hochfahren, ja? Geil, 2. März. 2184, verpiss dich. So. Ja, wir haben Putzen in der Zukunft. Ja, wir putzen in der Zukunft. Geil, eine Chips-Tüte! Wenn wir bei uns in der Wohnung mal putzen würden. Chips-Tüten aus der Zukunft. Chips-Tüten aus der Zukunft sehen genauso scheiße aus wie heute. Ja. Was lernen wir da draus? Die Zukunft ist nicht besser. Also wisst ihr Bescheid. Und noch weniger drin als heutzutage. Ja, wahrscheinlich. Ohne Witz mal. Komm, wir machen mal eine Arbeitskette hier. Wir räumen die Sachen von Flur zu Flur und dann in den Ofen. So. Oder du räumst alles in den Ofen und ihr putzt. Oder ich räume alles in den Ofen und ihr putzt. Der Ofen ist nur voll. Der Ofen wird noch ein bisschen länger voll sein. Der Ofen, der wird noch eine Weile voll sein, du. Das glaubst du aber, hey. Ah, ich hab's nicht geschafft. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die erste Folge einfach nicht aufgenommen, sondern gestreamt. Sehr schön. Oh. Egal, da ziehst du einfach von Twitch rüber. So, da ist noch ein Arm, ist doch toll. Let's get the... Oh, geil, da liegt Atommüll. Aber der ist schon kaputt. Ja, wenn der Ofen aufgehen würde. Mach mal den Ofen auf hier. Warte, da
Atommüll, rein damit. Wo ist der Arm? Ich will den Arm wegtun. Winke, winke! Ich bin dafür, dass jemand explodiert, aber wir kriegen keinen Dings. Was ja, explodiert? Hier explodiert nichts, ne? Weil das ist echt blöd in dem Ofen sonst. Also bei Center. Sind das nicht? Oh, okay, naja, gut, ist nichts Explosives wohl anscheinend. Genau, das hatte ich auch schon. Das war furchtbar, ich hatte gerade alle Geschenke schön auf dem Tisch platziert. Boom, 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 boom. Ja. Also ich sollte ja eigentlich nur stiller Beobachter sein und alles kommentieren eigentlich, aber ich habe viel zu viel Spaß daran, hier die ganze Zeit durch das Blut zu latschen. So, kurz mal in den Eimer schmeißen, dass wir den Eimer gleich füllen, dann machen wir ein bisschen Platz sparen, das Aufräumen hier. Das wird doch immer mehr Wischarbeit hier. Ja, weil wir halt immer mehr Schritte machen, aber... Ja. Egal. Hauptsache, wir räumen das Zeug weg, schon mal. Das muss ja als erstes weg. Sonst können wir das mit dem Wischen immer... Oh, ich kann auch nicht mal putzen. Ich brauch einen Eimer. Ich weiß nicht, sie haben mal zweimal angezogen. Hier, nimm dir den hier. Scheiße. Boah, was ist das für eine geile Leuchte? Ich will die Leuchte haben. Fuck den Tisch. Ich will den Tisch nicht. Fuck auf den Tisch. Fuck this table! So. Hey Andi! Ja? Devon! Get the table! Ja, machen die wohl anscheinend nicht mehr, aber okay. So, was haben wir hier noch? Was ist das denn Geiles? Hier ist eine Patronenhülse, super. Sehr wertvoll, würde ich aufheben. In der Zukunft sind die einiges wert. Könntet ihr mal aufhören, jeglichen Scheißdreck hier rüber zu tragen? Nein. So, ich schlage euch jetzt mit dem Tisch, kommt her! Batsch! Wir verbrennen alles, was hier ist. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel, ja wobei doch, ich habe schon Spiele gesehen, die noch sinnloser sind als das hier, aber das ist schon gut von dabei. Aber wer entwickelt denn ein Spiel, bei dem man putzen muss? Hausmeister? Vielleicht ein Hausmeister, die Hausmeister-Simulation 2016. Oh, ist jetzt was explodiert? Was? Ja, explodiert? Die Laterne, geil. Die Laterne ist jetzt. Ja, geil. Warte mal, das will ich sehen. Warte mal, haben wir noch eine? Ja, haben wir noch hier. Ja, warte, ja, mach mal. Ich will das mal sehen. Komm. Okay, lass mich. Das ist geil. Okay. Jetzt. Ah! Sie ist explodiert. Ja. Ohne, dass ich irgendwas getan habe. Ja, du sollst das Ding ja auch nicht wegwerfen. So, Papier. Wir müssen recyceln, Freunde. Wir müssen recyceln. Wir müssen jetzt Papier wegschmeißen. So. Wir recyceln heutzutage schon. Ja, in der Zukunft recycelt man alles. Sogar Organe. So, USB-Stick. Datenabfall. Will auch keiner mehr sehen, die Pornos. So, weg damit. Ich will erstmal den Ofen zumachen, der schon wieder völlig überfüllt ist. In Zukunft verbrennen wir alles. Ja, ich glaube auch. Ohne Witz. Also. Wenn die zu. Hast du mich gerade mit einem Eimer voll Scheiße beworfen? Nee, nur so ein bisschen. Oh, ey. Da, nimm den Scheißeimer. Jetzt sehe ich ja aus wie die Sau, ey. Oh, was ist das hier? Was ist das? Geil, hier sind Aufputschmittel. Will jemand Aufputschmittel? Da ist bestimmt noch was drin. Anne könnte welche überhaupt. Ja, komm, weg damit. So. Wie dreckig dieser Flur jetzt mittlerweile schon ist. Der ist dreckiger als bevor wir kamen. Ich glaube auch, ernsthaft. Ich glaube auch. Können wir nicht einfach Eimer auskippen und das Ding fluten komplett? Und dann ist es sauber? Also mal ehrlich? Gestern hatten wir ein Level, da konnten wir Toilettenwasser zum Reinigen benutzen. Nein! Nein, nein, nein! Nein. Du Drecksau! Mach den Ofen zu! Autsch! Eimer, Ehrenjager? Mal den Ofen zu, komm, hier, so. Hey, Andi! ist mir egal. Aber hier, ein First Aid Pack. Möchte jemand ein First Aid Pack? Kann man gebrauchen, ne? Heutzutage. Geil, dieses Spiel. Alle durch mit dreckigen Füßen. Dieses Spiel ist so sinnlos, dass es einfach nur cool ist, ey. Das ist. Ey, aber das hat bessere Kraft als Payday. Och Gott, Payday, hör mir auf damit. Minecraft. Oh, Minecraft.
Na, wobei bei Minecraft konnte man sich immer eine Zeit lang sinnvoll beschäftigen, ja, aber das hier. Ich meine, ich brauche zwei Hände, um eine scheiß Gewehrkugel durch die Gegend zu tragen. Ich muss aber auch sagen, die sind schwer, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Aus der Zukunft. Die Zukunft. Ausstand in den Ofen schmeißen. Achtung Jungs, Caution, Wet Floor, gell? Aufpassen bitte. Aufpassen, ja. Hier ist der Boden nass. Bitte aufpassen. Ich liebe dieses Spiel. Man kann sinnlosen Blödsinn. Ja, ein Arm! Woo! Oh, Andi, ich finger dir ein. Wo ist mein Eimer weg? So, mach mal den Ofen zu. Komm, das will doch keiner mehr sehen, ey. Jungs, wie gesagt, bitte dran denken, hier ist ein... Nein, du hast das Schild umgeschmissen! Achtung, hier ist ein Wasserpump. Räum die Scheiße selber weg, Mensch! Räum doch weg die Scheiße jetzt! Oder vor einem Rasen, Junge! Ich füge klein dein Oppelnei! So, was ist das denn? Eine Leberschale oder was? Kannst du haben, ey, will ich nicht. Nierenschale, Entschuldigung. Ich bin kein Arzt, lasst mich Arzt, ich bin durch. Ofen ist voll, leg davor. Was ist das denn? Das ist die Lampe. Stirb, stirb! Das war die Lampe von der Schwanze. Oh, kann ich dein. Marcel, kann ich bitte deine Duschlampe haben? Nein. Warum nicht? Warte, jetzt entfüllt mal schneller hier. Weil sie in Reinigung ist. Ja, aber warum ist sie denn da Reinigung? Weil ich daran war. Oh, schade. Bedumm. Ja, sein Arsch ist Kevin. Ihr habt so das. Ah, geil. Oh, ey, ich brauch sogar zwei Hände, um einen scheiß Papierbecher zu tragen. Der kommt da von der anderen Seite Sachen rein. Mal den Ofen zu. Ich musste sogar die Tür zu machen, weil es nicht reingepasst hat. Aber oh, da ist schon wieder ein Tisch. Wer räumt denn hier schon wieder Tische hin? Och, Mann. So, Leute, wie viel Zeug liegt denn noch in dem scheiß Level hier? Das kann doch nicht mehr sein. Wir werfen einfach alles weg. Warum? Alles weg haben wir. Alles. Alles? Ja, dann müssen wir auch dich wegwerfen, du. Wenn ihr die Tür aufmacht, kommt alles raus. Kann ich mal die Tür öffnen? Was ist hier drin noch? Hier ist nichts mehr. Ey, schick mich doch nicht weg. Oh, okay, hier ist. Also der Raum hier hinten ist komplett sauber übrigens. Wo ist unser Schwarzer? Der soll die Kugeln einsammeln. Der Raum. Die hab ich auch verschossen. Hey, ja. Das war sehr intelligent, Kevin. Der Raum hier hinten ist sauber übrigens, ne? Nur mal so. Ja, das wissen wir. Da würde ich nicht mehr reingehen. Welcher Lappen hat er den Eimer umgeschüttet? Welcher Lappen? So, verbrennen wir mal den Eimer, verbrennen den nächsten Eimer. Pingu, hör auf, von der anderen Seite Zeug reinzuschieben, ich schwör's dir. Nein, hey, diesmal bin ich woanders. Okay, gut. Geh weg, ich weiß nach dem Hof, ihr bringt nur hierher, ich verfeuer das und sau ab. Lass mich doch verfeuern, du Arsch! Mann, was ist denn hier los? Ich sag's dir, ich belästige dich mit meinem MacGyver, was auch immer das Ding tut. Ehrlich, was tut das Ding denn? Das spürt Blutflecken auf. Toll, ernsthaft. Aus dem Automat kam gerade eine Kartoffel raus. Das ist ja auch so schwer zu finden, ne? Hier habt ihr eine Kartoffel. Geil, eine Kartoffel! Okay. Für die letzten Reste braucht man diese Geräte. Kartoffel. Will jemand Ofenkartoffel? Ich hab sie gerade reingetan. Meinst du das hier? Das hier Okay, komm, wir sollten mal anfangen zu putzen jetzt, sonst werden wir ja nie fertig. Genau, und dann fährt es hoch und dann kannst du das Gerät. Oh, das steht kaputt, oder? So, dann fährt es hoch und dann kannst du da auch an die Decke kommen. Das ist ja hier ist manches. Ich muss feststellen, ich bin nicht begabt fürs Putzen. Wirklich nicht. Aber ich begabt fürs Eimer umtreten. Ja, das habe ich nämlich gerade wieder getan. Mit meinem eigenen Wischmob. Kevins Eimer kriege ich schon wieder auf.
Also, ich bin beim Raum, ne? Ich hasse euch. Ach, fuck. Alle. Ey, auf meinen Eimer zu benutzen! Ja toll, jetzt wird er nicht mehr sauber. Ihr seid doch kacke. Ihr habt meinen Eimer verschmutzt. Also, es geht doch ein... Verschmutzt! Verschmutzt! Beschmutzt! Nein, liebe Leute, die jetzt vielleicht noch irgendwann zuschauen mögen, irgendwann. Wir sind völlig normale Menschen. Also, wir gar nicht. Nicht mein Eimer, nicht mein Eimer! Oh, sind Eimer. Ich bin nicht der Einzige, der Eimer umdreht. Ich mach's absichtlich. Ich hab ne volle Kiste. Man hört's ganz leicht, Pingu, wirklich. Also minimal. So, ich mach den Ofen zu. Zack. Das hat sich gelohnt, danke. Das hat sich gelohnt, ja, dann ist ja schon mal gut. So. Also, bis auf den Eimer. Ich schwögel gleich in dein Oppelnei. Ja, läuft sowieso gleich wieder jeder durch. Ja, ist halt echt so. Es ist ja schön, dass ihr euch so Mühe gebt beim Putzen, aber irgendwie wird das nicht funktionieren, Jungs. Du musst doch alle erst den Boden, dann können wir keine Füße mehr kriegen. Das ist allerdings wahr. Ja, das Problem ist nur, ich stehe mitten drin. Dann nimm dir einen aus Putz. Putz! Ich bin nicht gut im Putzen. Und jetzt habt ihr ihn umgestoßen, sehr gut. Gib mir die dreckigen Sachen, ich tue sie in den Ofen. Ihr seid so scheiße, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie erlebt, dass Leute drei Eimer gleichzeitig umschmeißen. Noch nie. Und ich arbeite bei Mercedes, da schmeißt man dann dauernd Eimer um. So. Oh mein Gott, wer ist da gerade im rosa Anzug an meinem Eimer vorbeigelaufen, ohne ihn umzuschmeißen? Könnte das vielleicht... Wenn die Eimer dreckig sind, gebt sie mir hier hoch, dann tue ich sie weg. Ich sagte dreckig, nicht leer. Dreckig gleich leer. Könnt ihr... Was ist los mit euch? Irgendwer klaut hier immer meinen Eimer. Was ist nur los mit euch? Ich komm da plötzlich so 30 Eimer an. Ja, ohne Witz, da fliegen so 10 Eimer durch die Gegend. Ich denke mir so, was ist jetzt los? Was ist hier kaputt, ey? Geil. Marcel, das eine Zimmer da war fertig, ne? Das weißt du. Nee, ich hab boah, wer hat denn ein Stück Darm vergessen, Alter? Tut mir leid, ich war kacken. Bist du warst in den Eierhäusern, oh. Hier sind viel zu viele Eimer drin. Ach komm, jetzt schmeißt doch nicht den Eimer um! Was ist denn los mit euch? Ach nee, wow, ey. Alter, da lagen auch noch Darmteile drin. Wer hat den Darmteil in den Eimer geschmissen? Das war ich. Wer macht denn sowas? Heiß und fertig. Oh Mann, ey. Heiß und fertig. Aber wollt ihr mich verarschen? Oder auf da. Ja. Oh, ich habe auch noch eine Kugel in der Hand, ey. Boah, wieder zwei Kugeln, du. Zwei Hände für eine scheiß Kugel. Oder eine Kugel in der Hand stecken. Ja, das ist beides nicht so gut. Ab und ab mach ich's bitte. Oh nein. Niveau, wir sinken. Wer hat denn den Darm da liegen lassen? Weg da, heiß und fertig. Heiß und fertig? Ja, fertig sind wir auch, glaube ich. Weg da. Da sind schon wieder Blutspuren im Gang. Da musst du rückwärts laufen. Diese scheiß Hebebühne. Die Hebebühne hat den Eimer auf. Was tut ihr denn? Vorsicht, das sind alles dreckige Eimer. Andi, ich hab versucht die Decke zu putzen. Ey. Hört ihr alle? Ey, Kevin. Die weg. Da liegt irgendwas. Eingeweiht oder so. Weiß die Eimer rein. Kloppt euch auf die Fresse. Alter! Ey, die passen da nicht rein! Weg da! Was passt da nicht rein hier? Ich glaube, einen habe ich verbrannt so. Räumen Sie mal die Narben. Oh, hier liegt ein Narben auf dem Boden.
Hier liegt ein Kopf oder so. Oh. Wer hat mich totgepusht? Was ist denn dort? Ich nehme, hat mich totgepusht. Gut, das ist zwar ein leerer Eimer. Die Decke ist leer jetzt, glaube ich. Die Decke habe ich jetzt gereinigt. Ich bringe ich jetzt die Hebebühne verbrennen. Ey, warte noch, vielleicht brauchen wir die noch. Nein, man hört nichts. Ich dich auch. Ich auch. Okay, ich gehe da definitiv jetzt nicht mehr in den Gang. Man hat nichts gehört. Ich auch nicht, hier. Ja, ihr im Teamspeak habt's gehört. Das ist der Witz. Ich kann im Teamspeak mein Mikrofon zwar ausstellen, aber irgendwie mutet sich's halt trotzdem nicht. Das ist das Geile. Aber für OBS und alles andere funktioniert's nur Teamspeak nicht mehr. Ja, für die, die sich wundern, ich habe gerade mit meiner Freundin über perverse Sexfantasien gesprochen. Das war geil. Andi ist, glaube ich, dreimal gekommen währenddessen.